Hello, anybody here? Anybody here? I'm haunted. Was soll diese Kacke? Ach, die haben uns echt böse fertig gemacht. Wieso? Wir brauchen ein besseres Base Layout. Auf jeden Fall. Alter Schwede. Wir brauchen so. Das ist nicht mal überrannt irgendwie. Wir brauchen Schießscharten. Das ist genauso wie ich es gestern bei einem meiner Let's Player gesehen habe. Der hat einfach gedacht, er macht jetzt gerade den Zombie fertig. Aber hatte nicht bedacht, dass er die Blunderpass noch nicht nachgeladen hatte. Ich bin, glaube ich, auf der. Schatten irgendwie und die Zombies müssten. Die geht schon nicht in spawnen. Wieso sind die innen gespawnt? Ja, die sind vielleicht nicht innen gespawnt, sondern oben. Aber sind durch. Die Tür war ja zu. Durch die Tür gekommen. War die Tür zu? Okay. Ja, die Tür war zu und oben waren. Also fette Zombies klauen nicht rein. Nee. Ich bin gerade in der endgeilen roten Basis. Roten Hochhausbasis. Ich bin gerade voll auf dem Berg. Ja, ich müsste mitten durch die Stadt durchrennen. Ja, ich überlege mir schon, ob ich noch heimlaufe, ehrlich gesagt, weil zu Hause sein ist schon geil. Unsere Stadt ist schon die rechts ein hochkantiges Rechteck hat. Und dann. Ah, okay, ja. Ja, das ist schon unsere Stadt, ne? Rechts ein hochkantiges Rechteck und links zwei Breite. Das ist nicht so weit weg. Ja. Das schaffe ich noch. Na, das sind dann 2,7 Kilometer. Ja, ich probiere es noch. Ich meine, was kann ich jetzt noch verlieren? Bin auf der Minimum von Wellness. Ja, folgt mir dann einer von euch oder seid ihr in meiner Nähe oder nicht? Ja, ich gehe Richtung Waypoint. Ganz weit. Nee, Riss, du bist nah an mir. Riss, track mich. Also ich bin am nächsten weg von uns allen. Ich renne jetzt mal gegen Osten, weil ich nicht durch die große Stadt durchrennen will. Riss, aber du bist nah bei mir, wir könnten noch zumindest gemeinsam vorgehen. Ja, wie gesagt, ich renne Richtung Osten, dann sollten wir uns treffen. Mhm. Nee, du bist etwas. Ich bin etwas nördlich von dir. Ja, du bist nicht ganz in meiner Linie, die ich laufe. Mhm. Aber zusammen sind wir immer besser unterwegs als allein. Nicht zusammen, nackt? Nackt zusammen. Auf Minimum Wellness. Weißt du, dass wir fast für einen Kilometer einen Tag brauchen? Ich weiß schon. Können wir nicht verhindern. Wahrscheinlich verdursten und verhungern wir, bis wir da sind. Ich schon gerade wieder von Zombies umringt bin. Weil ich natürlich durchs Wasteland rennen muss. Das Zentrale. Oh, dann ich hab mir gerade im Sprung in den Fluss ein Bein gebrochen. Ja, schon passiert, ja. Das Brux? Ich hatte gedacht, irgendein Spieler gelootet, der sich da wahrscheinlich ausgelockt hat. Pech für den Spieler. Ja, wer sich ausgelockt hat, der hat verloren, wenn er sich nicht zu Hause auslockt. Wir können uns auch immer noch alles rechtfertigen. Ich habe einen Mining Helmet. Es hat sich gelohnt zu werden. Du Penne. Was hast du? Mining Helmet. Achso. Ja gut, ein Level behält man wenigstens, aber. Level und was man gelernt hat, behält man auch. Ich habe Angst, dass ich hier irgendeinem Hund begegne. Scheiße, Das wird mir garantiert auch noch passieren. Ich bin auch mitten im Westland, mitten in den zerbombten, glühenden Dreck. Wo nichts ist. Oh Gott, ja, das kommt bei mir jetzt auch noch. Ich dachte schon, das würde mir erspart bleiben, aber ich bin echt ungefähr doppelt so weit weg von zu Hause wie ihr beide. Ich bin da gestern schon durchgekommen und heute auch schon durchgekommen. Hier werde ich heute auch nochmal durchkommen. Jetzt habe ich aber ein gebrochenes Bein. Ja, dann musst du dir schnell einen Splint bauen. Ja, das ist schon. Schau gerade mal, was ich dafür nochmal brauche. Cloth? Also Baumwolle? Splint. Baumwolle brauchst du, also Cloth und Sticks, ja, und zwei Sticks, zwei Baumwolle. Ah, wie ruhig ich plötzlich rede, jetzt ist das Ganze noch viel hippiesker, als es eh schon war. Warte mal, Lance, du bist direkt vor mir. Du hast gesagt, wir wollen uns nicht treffen und jetzt plötzlich willst du dich treffen? Ja, ich habe gesagt, wir treffen uns auf dem Weg. Ja, plötzlich willst du dich treffen. Wir müssen nicht gegeneinander laufen, sondern der Weg, der kreuzt sich, nur bist du etwas zu schnell.
Aber lass uns die Stadt umlaufen und in das andere. Fick dich, wir laufen geradeaus durch. Nein. Ich lauf geradeaus durch. Durch die Stadt, da stirbst du. Ich war schon in dieser Stadt. Ich lauf geradeaus durch. Du musst mir nicht folgen, aber ich meine, du weißt, was gut für dich ist. Aber wieso sind die in unserem Haus gespawnt? Das hat echt nicht gepasst. Die haben also den ganzen Keller, die haben den ganzen Keller geschwemmt. Ja, und auch der Vater, der dort gekillt hat. Ja, wir müssen einfach Torches überall reinschmeißen oder Kerzen, keine Ahnung. Und für Kerzen brauchen wir einen Beaker. Bist du noch hinter mir? Ja, aber ich musste erst kurz schreiben, weil uns der Kutschfahrer was angeboten hat. Was hat er? Der hat uns Sachen angeboten. Oh. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein eigenes Haus bauen. Nee, ja. Ist nicht drin spawnen oder keine Ahnung, was er war. Ich bin Hand. Also ich kann es mir... Kann einer von euch... Nicht so ganz vorstellen, wo die rein... Kann einer von euch gerade antworten? Ich bin gerade mitten unter Hunden und Zombies. Oh. Ja. Ich habe nicht lesen können, was ich schreibe. Einfach T nochmal drücken, dann steht's da. Unten sind Zombies, Kotzer und Hornissen. War! Gut. Scheiß drauf. Ah. Ah. I'm bleeding, I'm dead. Okay, jetzt kann ich schreiben, ich bin eh tot. Weil ich blute und bin infiziert und ich habe nichts dabei, um mich zu heilen. Dann schreiben. Hab ich schon gemacht. ihr lest nicht den Side-Chat. Das ist weiß auf weiß. Links oben. Tot. Das ist das Auge, mit dem ich nicht schaue. Ich jetzt. Aber dass sie im Haus bauen, das ist das Problem. Habe ich ihm geschrieben. Ich bin näher an zu Hause als davor. Mhm. Screw you, Lance. Was? Weil ich näher dran bin. Du bist näher. Das geht nicht. Ich werde schon wieder gejagt. Ja, mal kurz weg, hä? Ja. Hat das gelesen? Weiß ich nicht. Nee, glaube ich eher nicht. Er war ja weg. Aber es ist auch schon wieder einer, den wir als Verbündeten ansehen können. Vielleicht muss man seine Base ansehen gehen. Ja. Warum laufe ich in die falsche Richtung? Was? Mein Rucksack wird... Ach so, weil das der Rucksack ist, den ich gerade gestorben bin. Ja, okay. Ja. Nee, wird nicht immer alleine. Ach, Rucksäcke, Wände. Ja, ja, wir haben es wenigstens auch versucht. Einen habe ich noch mitgenommen. Ich habe auch noch ein paar mitgenommen. Aber dann kam gleich dahinter der dicke Bruder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung, wir müssen einfach ganz viele Feuer in unsere Basis anzünden. Und Spikes Fackeln, setzen, ich weiß doch. Fackeln ohne Ende, Alter. Ja, scheiß auf die Dreck-Spikes. Die haben uns öfters umgebracht, als nee, die nee, das haben sie tatsächlich haben. Nicht. Die haben uns echt öfter gerettet, als wir gedacht haben. Der Riss, der hat zum Beispiel mal die Riesenhorde, die größte Horde, die ich je gesehen habe, aus der Stadt, die ich immer gelootet habe, zu meiner Fabrik gelockt. Und die sind gekillt worden davon.
Ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, halt, wenn die ganzen Dinger es stockpilen, wenn sie tot sind. Ja gut, das ist nochmal ein anderes Problem, aber trotzdem kriegst du immer noch eine Masse weg von denen, die halt einfach drauf landen. Ja, vor allem Licht, weil die müssen echt gespawnt sein, glaube ich. Ja, die sind voll. Aber die spawnen auch trotz Licht. Das ist nicht wie bei Minecraft. Und auch das ist nicht wie bei Minecraft und auch nicht wie es bei Seven Days to Die am Anfang war. Die spawnen auch, wo Licht ist. Okay. Ja, dann. Vielleicht sollten sie halt an sich sollten sie dort langsamer sein, das ist meine letzte Information, aber ich weiß nicht, ob das noch gilt. Scheiß Hund! Ernsthaft? Ja, mich hat auch gerade eine gekillt, aber nur weil ich die Mauer nicht hochkam. Ich bin halt im übelsten Klippenland jetzt gerade. Okay, also ich. Fuck off. Also ich sag euch, sobald ich zu Hause angekommen bin, logge ich mich aus. Yep. Gerade ist mir der Kampf gegen die Zombies ein bisschen zu viel. Aber wieso hat das hier einen Hund? Einen fucking Hund? Wo bist du denn? Irgendwie im Desert? Dann nicht Desert, was ist das? In der Steppe, ja. Okay, ja, das ist scheiße, weil da bin ich nämlich auch gerade. In der Steppe, also in dem, was ganz flach ist, oder in dem, Wow, no good idea, no good idea, no. Fuck you, motherfucker, no, 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 no. Jetzt gebrochenes Fahren. Don't infect me, don't infect me, don't infect me, dude. Ich bin infected. Ich bin tot. Ich glaube ich. Du bist gut. Wieso hat er mich getötet? Da hatte ich sogar einen besseren Spawn, Freund. Ich komme jetzt nämlich ums Ding rum. Wieso hat er mich getötet, der Arsch? Westland. Wie hat er mich getötet? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war denn? Ich hatte keine Stamina mehr und ich laufe normalerweise nie, bis meine Stamina alle ist. Und dann hat er mich von einem Block über mir angreifen können. Und ich habe die ganze Zeit auf ihn eingehauen und normalerweise, wenn ich auf einen Zombie durchgehend einhaue, dann kann er mich nicht mehr hauen. Und der hat einfach nochmal gehauen dazwischen. Und zwar so stark, dass er mich mit 3 Schlägen gekillt hat. Das ist wahrscheinlich eine zu schwache Waffe. Ich nämlich Waffe. Nee, ich habe nur meine Faust gehabt. Nein! Es geht, Alter. Nein, das ist doch bescheuert. Ernsthaft. Wir sind wieder komplett am Anfang. Wir sind einfach komplett wieder am Arsch. Ja, meinst du nicht, dass vom Haus wenigstens was übrig geblieben ist? Ich bin wieder da gespawnt, wo ich gespawnt bin zuvor. Oh. Ich renne in den Fluss und bring mich um. Ich glaube vom Haus. Vielleicht spawn ich dann am besten Ort. Das Haus sollte schon noch bestehen. Schon. Jetzt ist ja auch schon fast egal, weil so viele Tote, wie wir schon gestorben sind, ist gerade da unten drin. Haben wir eh nichts mehr Positives an unseren Figuren. Nee. Statt 0x4x gestorben. Genau. Was stand im Sidechat gerade? Nichts. Nur was von Übel, vom QFZ. Jetzt ist er nicht mehr der Slim Schließen, der immer angefangen hat. Der Slim Schließen, der immer angefangen hat mit was? Na, hier zu leben. Ja. Das ist jetzt wie bei Adventure. Time, come on, grab wir haben uns, Rust, wir haben dich und alle aus unserem Eisen zerkloppt, unser ganzes Haus zerkloppt. Bist du schon da? Hätten wir das ganze Haus zerkloppt, wären wir nur auf das andere Haus rübergegangen, auf das andere Haus, wie ich gesagt habe. Du möchtest? Dann wäre unser Haus noch sicher geblieben. Dann wäre was explodiert und fertig. Nee, dann wäre wenigstens unser Haus nicht. Ich habe hier gerade ein wunderschönes Haus gefunden. Also ein wirklich wunderschönes Haus. Sieht aus wie eine Villa. Wo bist du? Irgendwo nordwestlich von unserer Basis. Relativ weit nordwestlich von unserer Basis. Ja, das Haus. Ja, da wohnen ein paar.
Ich schau mal gerade, ob ich da was klauen kann. Zumindest ein bisschen was an Pflanzbaren. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Anybody here? Anybody here? Cheerio, anybody? Haben wir aber auch irgendwie an einem falschen Studio, Tag angefangen, Studio. Oder? Warum? Na, wenn gleich der... Ja, der siebte weiß war, nicht, ja. Dritte Tag? Der siebte, ja. Einer von den ja, ich nehme mal ein paar Kartoffeln mit zum Anpflanzen und lasse ihn aber auch noch welche da. Ich bin in der Nähe vom Schnee. Steig die fucking Klippe hoch. Dass ich uns halt einfach was zum Pflanzen mitnehmen kann. Ja. Ja, hier ist aber auf jeden Fall jemand. Hallo, hallo. Was brauchen wir denn? Kartoffeln können wir gebrauchen. Ja, ich habe jetzt mal 19 Kartoffeln dabei. 19 Kartoffeln bringen es eigentlich schon voll. Soll ich ein bisschen Mais nehme ich auch noch mit? Ich denke, Mais hätten wir genug, wenn unser Haus noch steht. Tut's noch, problemlos. Ansonsten müssen wir halt neu anfangen. Besser als je zuvor. Eben. Ja, ich meine, ich habe jetzt überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass so schnell eine fucking heavy Order ankommen kann. Deswegen hatte ich so das Haus zu sichern gar nicht so im Hinterkopf. Ja, das ist immer das Problem und das ist ja auch klassisch das Problem in irgendeiner jeglicher postapokalyptischer Situation. Da kommen wir schon zu Kofen und bauen bei ihm mit, der ist sicher. Hat die Macht über mich. Der Kusfa? Du willst bei ihm einziehen? Mhm. Ja, mal schauen, wie die wohnen.